Hallo liebe Gemeinden, die ihr euch darüber Gedanken macht, eine Pferdesteuer einzuführen. Erstmal bedanke ich mich hiermit im Voraus dafür, dass ihr euch die paar Minuten Zeit nehmt, euch anzuhören, was ich zu sagen habe. Ich heiße Anja Mertens und komme aus Nordrhein-Westfalen. Und Aufhänger dieses Videos ist der Beschluss von vorgestern des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, dass die Gemeinden eine Pferdesteuer erheben dürfen, wenn sie es für nötig befinden, mit der Begründung unter anderem, dass die Pferdebesitzer finanziell so gut dastehen, dass sie durch eine Steuer abgeschöpft werden können. Und dazu möchte ich einfach mal sagen, dass dieses verbreitete Bild des Pferdebesitzers, der viel Geld hat und sich zu seinem normalen Leben und seinem normalen Luxus noch ein Pferd leisten kann und an den Wochenenden seine Turniere bestreitet, einfach einen kleinen Teil der Reiter ausmacht, die wir hier in Deutschland haben. Nur kurz zum Vergleich, die Besitzer einer Jahresturnierlizenz zum Beispiel, damit möchte ich natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber die liegt bei ungefähr 80.000 im letzten Jahr in Deutschland und die Zahl der Pferdebesitzer bei 1,7 Millionen. Und ich will gar nicht sagen, dass die Turnierreiter mehr Geld haben. Ich selber reite auch Turnier. Ich besitze 5 Ponys, die sicherlich nicht alle zum Turnierreiten geeignet sind. Und auch ich verbringe jeden Tag im Stall. Ich bin zum Teil Selbstversorger mit meinen Pferden. Ich miste selbst, ich füttere, ich stopfe Heu und ich spare mir meine Pferde vom Mund ab. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal einen Luxusartikel gekauft habe. Ich sag mal, wenn meine Hose kaputt ist, dann kaufe ich mir natürlich eine neue, weil ich eine brauche. Aber alles Geld, was ich zur Verfügung habe, stecke ich in meine Pferde und ich möchte mich darüber auch gar nicht beschweren. Denn ich habe mir das so ausgesucht und ich mache das gerne für meine Tiere. Aber ich möchte nicht durch eine Steuer dazu gezwungen werden, noch mehr zu sparen und auf noch mehr zu verzichten. Oder im schlimmsten Falle mich von einigen meiner Pferde zu trennen. Ich habe zum Beispiel eine 24-jährige alte Stute, die die Mutter von 2 meiner anderen Pferde ist, in ihrem Leben schon über 10 Besitzer gehabt hat, unendlich viele Fohlen zur Welt gebracht hat und ich sag mal, immer für den Menschen da gewesen ist und einigen Kindern das Reiten beigebracht hat, anderen, wie gesagt, Fohlen geschenkt hat, die nun ihre Herzenspferde sind. Und ich habe diese Stute vor 2 Jahren übernehmen können und möchte ihr nun ein schönes restliches Leben gönnen, denn diese Stute wird sicherlich nie wieder geritten. Sie soll einfach nur bei mir sein und es soll ihr gut gehen. Und das wäre zum Beispiel wahrscheinlich das erste Pferd, von dem ich mich trennen müsste, wenn eine Pferdesteuer eingeführt werden würde. Denn das älteste Pferd, das mit Sicherheit niemand mehr kaufen möchte, wenn ich denn sagen würde, ich muss es abgeben, ja, da wäre der letzte Weg der Schlachter, der Tierarzt. Und es ist einfach unnötig. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige. Es wird vielen Menschen so gehen, die mehrere Pferde haben oder die auch nur eins haben und es sich dann nicht mehr leisten können. Die Leidtragenden sind unter anderem die Pferde, die vielleicht gar nicht sterben müssten, wo die Leute aber dann dazu gezwungen sind, weil sie sich die nicht mehr leisten können. Und es betrifft ja eigentlich gar nicht nur die Pferdebesitzer, sondern auch die ganzen anderen Menschen, die da dranhängen, die ganzen Berufe, die mit Pferden zu tun haben. Einerseits werden die Kassen gefüllt durch eine Steuer und andererseits werden Arbeitsplätze abgebaut. Denn was ist mit den ganzen Tierärzten, Reitlehrern, Reitsportgeschäften, Hufschmieden oder Pferdeosteopathen. Es gibt so viele Berufe mittlerweile, die was mit Pferden zu tun haben. Und viele, viele Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und die auch Steuern zahlen. Auch Steuern in die Kassen natürlich. Und wenn die alle wegfallen würden, da stimmt, glaube ich, die Rechnung einfach nicht so ganz. Und ich finde das Ganze echt traurig und ich möchte einfach mal aus meiner Sicht, aus der Sicht einer Pferdebesitzerin von mehreren Pferden, die sicherlich nicht zur finanziellen Elite gehört, einfach mal sagen, was passieren würde, wenn ihr das macht und wenn ihr euch dafür entscheidet. Und ich würde mir einfach wünschen, ja, dass halt auch mal gesehen wird, dass die ganzen Pferde für was Gutes da sind. Ich meine, wie viele Kinder wurden schon, ich sag mal, von den Straßen geholt, wo sie sonst abends rumhängen würden. Wie viele Lächeln wurden ins Gesicht gezaubert. Wie vielen Menschen haben die Pferde schon etwas gegeben?
Ich denke, jeder von uns hat irgendwen im Bekanntenkreis, der was mit Pferden zu tun hat oder der Pferde auch nur gerne mag. Und diese Einführung der Steuer würde einfach ziemlich viel kaputt machen. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass unsere Pferde auch schon das ein oder andere Leben gerettet haben. Und damit rede ich gar nicht von irgendwelchen Einsätzen, bei denen sie dabei waren, sondern einfach nur aus psychologischer Sicht. Dafür, dass sie halt da sind, dafür, dass sie uns über schlimme Ereignisse hinweghelfen. Pferde haben einfach eine verdammt prägende Wirkung auf den Menschen. Und sicherlich nicht im negativen Sinne. Zumindest sollte es nicht so sein. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich meine alte Stute irgendwann mal gehen lassen kann, wenn sie sagt, Anja, es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Und nicht, wenn ich vor ihr stehe und sage, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass sie mir zugehört haben und hoffe einfach, wenn es dazu kommt, dass sie für uns und unsere Pferde entscheiden. Dankeschön.